Yo, Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und heute bringe ich euch eine neue Art Video, an welchem ich mich mal versuchen möchte. Abseits der vielen Geheimnisse der Digi-Welt, die wir gemeinsam bereits gelüftet haben, gibt es Dinge, die gänzlich unerklärt bleiben, zu denen wir noch keine Antwort haben. Aber Digimon ist bekanntlicherweise ein Multiversum, also könnte alles möglich sein. Es wäre also mal unglaublich spannend, sich verschiedene Theorien über die Digi-Welt genauer anzuschauen und Möglichkeiten zu besprechen. Jedes Digimon fängt mal klein an. Ein mächtiges Wargreymon war wahrscheinlich einst ein kleines Agumon und ein heldenhaftes Gallantmon hatte seinen Ursprung in Gilmon. Doch es gibt auch viele Digimon, die zwar sehr bekannt und mächtig sind, von denen jedoch ihre Vorstufen oder Digitationswege unerklärt bleiben. Eine überaus mächtige Gruppierung, die einigen schon eher bekannt sein wird, sind die sieben Dämonenkönige. Sie herrschen in ihren Festungen im Kokaitis, dem tiefsten Punkt der dunklen Zone. Doch aus was sind diese sieben übermächtigen Herrscher ursprünglich mal entstanden? Welche Rookies haben mal ihre Grundform dargestellt? Wir wollen heute eine loregerechte Theorie aufstellen und uns Gedanken machen, wie die Digitationsrouten der Dämonenkönige wohl ausgesehen haben könnten. Über welche Digimon-Theorie würdet ihr gerne mehr erfahren? Habt ihr ein paar Vorschläge? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt. Bevor wir anfangen, über die sieben Dämonenkönige und ihre Digitationswege zu spekulieren, möchte ich nochmal festhalten, dass das Ganze hier eine Fantheorie von mir selbst ist, die ich auf den möglichen Abzweigungen des Digimon-Multiversums und der Virtual Pets basiere. Nichts davon zählt als faktisch offizieller Digitationsweg, sondern ist nur eine mögliche Route, die laut Bandais Maßstäbe auch legitim ist. Als erstes nehmen wir uns Belphemon zur Brust, welcher die Todessünde der Trägheit oder der Faulheit verkörpert. Dieser hat zwei verschiedene Modis, die sich beide auf dem Mega-Level befinden. Da hätten wir Belphemon Sleep Mode, welcher extrem zur Trägheit passt, da dieser im Prinzip immer am Schlafen ist, und seine aufgeweckte, eher hasserfüllte Form namens Rage Mode, in welcher er eine Art Dämon mit Ziegenhörnern darstellt. Im Großen und Ganzen hat Belphemon ein sehr bestialisches Aussehen, welches sich auch durch die verschiedenen Digitationsstufen weiterhin abzeichnen soll. Durch das Digimon Card Game haben wir hier auch einen Digitationsvorschlag, der sehr viel Sinn ergibt. Als Ultra-Vorstufe zu Belphemon wird hier Astamon vorgeschlagen. Hier gibt es mehrere lore-technische Gründe, wieso das Sinn ergibt. Als erstes zählt Astamon als Prinz der dunklen Zone, in welcher er eine Legion von Dämonen-Digimon befehligt, welche überwiegend aus Dämonenbestien bestehen soll. Des Weiteren trägt Astamon einen Helm, der animalische Züge aufweist, also aussieht wie von einem Tier mit spitzen Hörnern. Da sehe ich auf jeden Fall datentechnisch eine Verbindung, die zu Belphemon geknüpft werden könnte. Als Champion würden wir dann hier Porcupamon nehmen, ein Puppendigimon, welches zwar optisch eher weniger zu Belphemon passt, aber meistens als Vorstufe von Astamon gewertet wird. Hier kann man die Klingen als spitze Hörner sehen, die in Astamon dann eine deutliche Reform annehmen werden. Als Rookie gibt es nichts Passenderes zu Belphemon als Faskomon, den kleinen teuflischen Koala, der in den Baumwipfeln des Waldes der Boshaftigkeit lebt, welcher sich ebenfalls in der dunklen Zone befindet. Hier stimmt auch die Fellfarbe mit der von Belphemon überein. Interessanterweise leben somit alle Vorstufen von Belphemon in der dunklen Zone, also könnte man Belphemon als eine der Urbestien dieser Unterwelt ansehen. Dann, meine lieben Freunde, wäre der Digitationsweg von Belphemon komplettiert, von Faskomon über zu Porcupamon, zu Astamon und dann zu Belphemon Sleep und Rage Mode. Als nächstes schauen wir uns mal Lilithmon genauer an, welche die Wollust symbolisiert. Lilithmon ist laut offizieller Lore ein gefallenes Ophanimon, also ursprünglich einer der Erzengel. Wenn wir jedoch von einer alternativen Realität ausgehen, könnte dieses Digimon in der dunklen Zone aus einem Rookie entstanden sein. Wenn wir Lilithmon als dunkles Gegenstück zu Ophanimon sehen, fallen uns sofort zwei offensichtliche Vorstufen ein, die die Vorstufen von Ophanimon in finsterer Form spiegeln. Anstelle von Angewomon als Ophanimons Vorstufe nehmen wir in diesem Fall also Lady Devimon, welches ebenfalls als gefallener Engel dargestellt wird und seine weibliche Form beibehält. Da Angewomons Vorstufe Gatomon ist, können wir auch hier das spiegeln, in diesem Fall mit Black Gatomon als Champion für Lilithmon. Das leicht feminine Thema bleibt also so erhalten und die Spiegelung ist somit eindeutig. Diese Digitationsroute wird zum Beispiel auch in modernen Digimon-Spielen für Lilithmon genutzt. Als Rookie wäre hier natürlich ein schwarzes Salamon oder etwas ähnliches ganz cool, sowas gibt's aber offiziell leider nicht.
Um zumindest halbwegs bei der Thematik zu bleiben, habe ich mich deshalb hier für Demi Devimon entschieden, welches ja normalerweise zu Devimon wird, jedoch durch Lady Devimon auch hier Platz im Digitationsweg von Lilithmon finden kann. Wir hatten hier also Demi Devimon, welches zu Black Gatomon wird, dann zu Lady Devimon und letztendlich zu Lilithmon. Als nächstes schauen wir uns Dämon an, für den viele sicherlich die herkömmliche Devimon-Route wählen würden, da das als Gegenstück zur Seraphimon-Reihe gut passt. Denn das eigentliche Dämon war ursprünglich das Engel-Digimon Seraphimon, welches dann korrumpiert wurde und in die Dunkelheit gefallen ist. Wir werden uns aber einen eigenen Digitationsweg für unsere heutige Theorie überlegen. Dämon symbolisiert den Zorn, das absolute Böse, weshalb ich mir hier einen Digitationsweg ausgesucht habe, der dem Thema Tod folgt. Manche von euch werden ihn schon aus meinem Digitationsweg-Video dazu kennen. Dämon hat auch eine Form, in welcher er eine rote Kutte trägt. Seine Optik erinnert hier an einen Dämon, der ein bisschen die Gestalt des Todes selbst innehat. Deshalb passt hier Phantomon als Ultralevel wie die Faust aufs Auge. Phantomon sind diejenigen, deren Aufgabe es ist, die bereits Todgeweihten ins Jenseits mitzunehmen. Das Jenseits der Digiwelt ist auch als die dunkle Zone bekannt, also der Ort, an dem sich auch die Dämonenkönige befinden. Deshalb passt das hier einfach perfekt. Als Champion nehmen wir hier dazugehörig den Oldschool-Geist Bakemon, welcher nahezu immer als Vorstufe von Phantomon genutzt wird. Dieser Geist könnte schon seit Anfang an die dunkle Zone durchwandert haben. Als Rookie nehmen wir dann hier Ghostmon, damit das Geisterthema bzw. das Thema des Todes sich komplett durch die Digitationsreihe zieht. Von einem kleinen Irrlicht, das vielleicht in abgelegenen Sümpfen der dunklen Zone umhergeistert, hin bis zum Überbringer des Todes und letztendlich zu einem der sieben Dämonenkönige, zu Dämon selbst. Doch den verrücktesten Kandidaten der sieben Dämonenkönige, den gucken wir uns jetzt an. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, aber keine, die mir zu 100% optisch zugesagt hat, weshalb wir uns an Lore orientieren müssen. Wir schauen uns die Vorstufen von Leviamon an, welcher den Neid verkörpert und angeblich am tiefsten Punkt des Netzozeans schlummert. Leviamon ist eine krokodilähnliche, gigantische Meereskreatur, zu welcher es eigentlich passen würde, aus der Varu-Sidramon-Reihe abstammend zu sein. Da mir das aber viel zu einfach ist und ich die Sidramon-Reihe gerne für sich lassen möchte, habe ich mir andere Lore-Gründe für die Digitationen hier überlegt. Als Ultralevel würde ich hier nämlich gerne Dragomon nehmen, welcher optisch zwar gar keine Gemeinsamkeiten mit Leviamon hat, aber grundsätzlich thematisch extrem gut passt. Dragomon ist nämlich der Gott des Meeres der Dunkelheit, ein mysteriöser Ort, der speziell im Adventure-Anime vorkommt. Dort ist dieser finstere Ort eine Art zusätzliche Ebene abseits der Digi-Welt. Das Meer der Dunkelheit selbst ernährt und verstärkt sich durch negative Emotionen. Deshalb passt Dragomon als mysteriöser Gott dieser Welt perfekt als Vorstufe für Leviamon, welcher als die finsterste Kreatur der Meere der Digi-Welt bekannt ist. Die perfekte Vorstufe für Dragomon wäre hier tatsächlich Octomon, welcher mir zwar optisch nicht zusagt, jedoch die körperlichen Eigenschaften eines Oktopus hat, also immerhin an das Krakenthema von Dragomon rankommt. Cool an diesem Digimon ist, dass es laut offizieller Lore Schätze vom Meeresboden des Netzozeans sammelt. Es könnte sich durch das dortige Aufhalten dann zu Dragomon und letztendlich zu Leviamon digitiert haben. Als Rookie würde ich mich hier für Siakomon entscheiden, nicht nur weil das ebenfalls ein Virus-Digimon ist, sondern weil man sich auch so vorstellen könnte, dass dieses Muschel-Digimon sich auf dem Meeresboden des Netzozeans befunden hat, wo es dann die ganzen schädlichen Daten in sich aufnehmen konnte, welche es ebenso in den dunklen Tiefen gibt. Also wird diese kleine Muschel vom Meeresboden zu einem Oktopus, dann zum Gott des Meeres der Dunkelheit selbst und letztendlich zur gefürchtetsten Kreatur des Netzozeans. So, meine Freunde, dann schauen wir uns einen Klassiker an, den die meisten von euch schon kennen werden. Einen offensichtlichen Digitationsweg, den wir trotzdem mitnehmen sollten. Richtig, Beelzemon! Beelzemons Rookie ist in den meisten bekannten Fällen natürlich Impmon, wie im Tamers-Anime. Als Ultra hat sich mittlerweile Baalmon eingebürgert, der ebenfalls von dämonischer Mythologie entnommen wurde und eine Art magisches Thema hat. Deshalb wird als Champion hier oftmals Wizardmon genommen, weil er die humanoide Form beibehält und das magische Thema von Baalmon weiterhin vorhanden ist. Doch viele finden, so wie auch ich, dass Wizardmon hier nicht so optimal reinpasst. Leider gibt es laut Bandai keinen vernünftigen alternativen Ersatz fürs Champion-Level. Das einzige, das halbwegs Sinn ergibt, wäre hier Devimon. So bleibt zumindest das Teufels- oder Dämonen-Thema erhalten. Wenn wir hier wenigstens Devidramon einbauen könnten, das fände ich persönlich auch nicht schlecht.
Dann wollen wir uns mal einen Digitationsweg für Barbamon raussuchen. Barbamon symbolisiert die Habgier und ist charakterlich gesehen sehr manipulativ. Fürs Ultralevel hätte ich gerne Felismon gehabt. Das hätte hier mehr als nur perfekt gepasst. Und ich finde, das sollte zu einer offiziellen Möglichkeit werden. Aber offiziell ist das laut Lore kein Weg, der legitim ist, weshalb wir hier als Ersatz Myotismon nehmen, welcher ebenfalls manipulative Züge aufweisen konnte. Hier gefällt mir auch diese ganze Dämonenflügel- und Fledermaus-Thematik, die sich Barbamon und Myotismon teilen. Für Myotismons Champion nehmen wir dann Evilmon, damit die fledermausartigen Flügel erhalten bleiben. Die hinterlistige, boshaftige Art von Evilmon passt ja auch lore-technisch unglaublich gut rein. Als Rookie würde ich hier gerne Tsukaimon nehmen, das dunkle Patamon, das durch seine Farbgebung und durch die Optik natürlich auch einen Hauch Fledermaus-Feeling wiedergibt. Hier wird also der Flattermann Tsukaimon zu einem hinterlistigen Vampir, welcher in seiner Endstufe dann zum finsteren Magier Barbamon wird. Lucemon sollte den meisten bekannt sein, so auch die meisten Stufen seines Digitationsweges. Der Dämonenkönig Lucemon ist tatsächlich ein Ultralevel, das die Stärke der meisten Megas um Längen übertrifft. Lucemon Falldown Mode kann dann auf dem Mega-Level zu Lucemon Satan Mode werden, welcher im Kern aber auch die Form der Lucemon Larve annimmt. Als Rookie hätten wir hier dann Lucemon selbst, welcher einst in die dunkle Zone verbannt wurde. Hier haben wir jedoch kein Champion-Level, das an die Kräfte von Lucemon rankommt. In den meisten Fällen könnte man hier Angemon oder Devimon nehmen. Beides ist, denke ich, eine akzeptable Möglichkeit. Lucemon Falldown Mode hat ja vor allem jeweils einen Flügel der Dunkelheit und einen des Lichts, weshalb ich hier sogar eine Art DNA-Digitation von Angemon und Devimon irgendwie cool fände, wenn es denn offiziell wäre. Wenn man sich jetzt die 7 Dämonenkönige in den Rookie-Gestalten dieser Theorie vorstellt, ergeben sie gemeinsam schon ein sehr cooles Bild. Vielleicht kannten sie sich sogar als Rookies, sind sich begegnet oder haben mal zusammengearbeitet. Impmon, Faskomon, Demidevimon, Ghostmon, Siakomon, Tsukaimon und Lucemon. Vielleicht wurden sie sogar von Lucemon einst zusammengerufen, um zusammenzuarbeiten. Jedoch wissen wir, dass die 7 Dämonenkönige keine Gruppierung sind, die an einem Strang ziehen. In den meisten Fällen kämpft dort jeder für seine eigenen Ziele und Ideale. Dennoch ein interessanter Gedankengang. Ich könnte mir sogar eine Anime-Staffel vorstellen, in welcher 7 dunkle Digi-Ritter mit den Rookies der 7 Dämonenkönige an ihrer Seite Chaos in der Digi-Welt stiften. Falls ihr noch Vorschläge gehabt für Digitationswege oder Theorien, schreibt es mir jederzeit in die Kommentare. Ich lese mir gern alles in Ruhe durch. Ein großes Dankeschön von mir nochmal an alle Sponsoren, die dieses Video möglich gemacht haben mit ihren YouTube-Mitgliedschaften. Und ein besonders großes und herzliches Dankeschön nochmal persönlich an die Goldmitglieder. Dankeschön an Angelic Rin, Soul Silver, Nyra, André, Seraphine, Doggy, Arise, Bardock, Okami, Sobik, Kelseki, Sergey, Minigrank, Daniel LP, Rexillian, Jarek, Imperial Sky, Stefan, Zero ATH, Christoph, Florian und PFlash7. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut euch ruhig mal die anderen Videos an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin euer Belias, bis dahin, ciao, ciao.